Hallo du da, der mein Video angeklickt hat und herzlich willkommen zu einem neuen Bücherhaul bzw. Neuerscheinungsvideo. Und ich habe in der letzten Woche überhaupt gar kein Video hochgeladen, aber es hat sich in dieser Zeit einfach einiges getan. Ihr seht das vielleicht im Hintergrund, dass ich ein neues Bücherregal bekommen habe. Denn ich hatte im Februar Geburtstag und habe mir ein neues Bücherregal schenken lassen. Und gleichzeitig habe ich mir natürlich auch gedacht, du brauchst ein paar neue Bücher, um dieses Regal zu füllen. Und dann habe ich zum einen noch neue Bücher zum Geburtstag zusätzlich zum Bücherregal geschenkt bekommen. Dann habe ich mir selbst welche gekauft und manche Bücher habe ich dann vom Verlag kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Also am Ende des Monats sind dann ganz viele Bücher neu dazugekommen. Und die möchte ich euch einfach in diesem Video einmal ganz schnell zeigen. Und da das wirklich viele Bücher sind, ich glaube, das müssten 10 an der Zahl sein, fangen wir einfach direkt an. Das erste Buch, das ich mir im Februar zugelegt habe, ist nämlich der zweite Teil der Outlander-Reihe von Diana Gabaldon. Und das ist Die geliehene Zeit. Ich habe letztes Jahr im November, meine ich, Feuer und Stein, also den ersten Teil davon gelesen, und dieser Teil brannte mir schon unter den Fingernägeln, aber irgendwie war ich noch nicht in Stimmung dafür, wirklich direkt weiterzumachen, weil diese Bücher einfach nach einer gewissen Zeit schon ein bisschen anstrengend sind. Ich meine, das sind total die Klopper. Dieser Band hat, glaube ich, auch an die 1000 Seiten, und ja, um die zu lesen, muss man einfach wirklich Lust darauf haben und bereit dafür sein. Und ich glaube, ich werde nächsten Monat mit diesem Buch anfangen, weil dann auch bald die zweite Staffel von der Serie Outlander rauskommt, die ja auf diesem zweiten Band basiert. Und überhaupt hat meine Mutter das schon gelesen und mir gesagt, dass ich das unbedingt lesen soll, weil das einfach auf einem Level mit dem grandiosen ersten Teil sein soll. Und ja, ich bin einfach noch nicht so ganz in Stimmung dafür, aber jetzt langsam möchte ich schon auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Und dann ist ein Buch neu bei mir angekommen, auf das ich schon so lange warte. Also ich will das, glaube ich, schon seit einem halben Jahr haben. Hab mir das immer fast gekauft. Und dann endlich war es an der Zeit, dass es bei mir angekommen ist. Und dabei handelt es sich um einen Roman, der den Pulitzer-Preis gewonnen hat. Nämlich von Anthony Doerr, Alles Licht, das wir nicht sehen. Erst einmal finde ich überhaupt die ganze Aufmachung von diesem Buch grandios. Also wenn man das nicht selbst in der Hand hat, kann man das ja nicht nachvollziehen. Aber das hat so eine ganz, ganz spezielle Beschichtung auf dem Cover. Das fühlt sich einfach total toll an. Es sieht auch einfach richtig gut aus. Das Cover gefällt mir mega. Und das, was ich von der Beschreibung so gelesen habe, könnte darauf schließen, dass dieses Buch wirklich hochemotional und dramatisch sein kann. Es spielt im Zweiten Weltkrieg, wo sich zwei Kinder miteinander befreunden. Und es ist halt zum einen ein blindes Mädchen und ein Waisenjunge aus dem Ruhrgebiet. Und so wie ich das verstehe, ist es halt einfach ein waschechtes Drama, wo sich dann alle möglichen Handlungsstränge miteinander verknüpfen. Und wenn ich mal so in das Buch reingucke, hat das auch echt einiges von so einem Roman, der mir gefallen würde. Die Kapitel sind kurz und knackig und ich glaube, dass ich das Buch ganz schnell durchlesen könnte, wenn es wirklich so gut ist, wie alle meinen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich es dann nächsten Monat endlich lesen kann, nachdem ich so lange darauf gewartet habe. Außerdem habe ich mir ein Buch gegönnt, das jetzt gerade diesen Monat auf Deutsch rauskam, aber ich habe mir halt die englische Variante davon geholt, einfach weil die deutsche Variante mir als gebundene Variante noch ein bisschen zu teuer war. Wie oft habe ich gerade Variante in einem Satz gesagt? Aber auf jeden Fall handelt es sich dabei um The Wrath and the Dawn von Renee Ardy. Keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Und das war dann auch das Problem für mich in diesem Buch, weil einfach viele Begriffe hier ganz neu eingeführt wurden. Und es hat dann dementsprechend ein bisschen gedauert, bis man in dieses Buch reinkam. Nichtsdestotrotz fand ich es aber ziemlich gut. Ich habe dem Ganzen dann am Ende 4 Sterne von 5 Sternen gegeben. Und dieses Buch ist einfach eine Nacherzählung von 1001 Nacht. Und dementsprechend, wenn man damit vertraut ist, kennt man auch die Handlung von diesem hier. Wir folgen nämlich der Hauptcharakterin Shahzad, die sich freiwillig gemeldet hat, die Frau des Kalifen zu werden, also des Herrschers von diesem Land, in dem dieses Buch spielt. Und das bedeutet nichts Gutes, denn der Kalif tötet jede Nacht seine neue Ehefrau. Und Shahzad schwört sich halt, dass sie nicht getötet wird, sondern tatsächlich ihre Freundin zu rächen, die vor ein paar Tagen vom Kalifen getötet wurde. Dieses Buch heißt auf Deutsch, glaube ich,
ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie es auf Deutsch heißt. Ich blende euch auf jeden Fall mal das Cover hier oben rein. Es ist auch bei BookTube jetzt mittlerweile angekommen und wird ziemlich gehypt. Dementsprechend wollte ich einfach mal gucken, was dieses Buch für mich bereithält. Und ja, ich fand es ziemlich gut und es ist einfach neu bei mir eingezogen. Außerdem neu bei mir sind die zwei Bände der Shannara-Chroniken von Terry Brooks. Hierzu ist ja gerade erst die Serie rausgekommen, also The Shannara Chronicles läuft auf Amazon Prime und die Serie wollte ich mir auf jeden Fall angucken, aber dachte mir, vorher kannst du wirklich mal diese Bücher lesen. Die gibt es gerade in so einer neuen Gestaltung zu kaufen und ich finde, die sehen ziemlich gut aus und das sind wieder richtig dicke Klopper. Aber ich freue mich nichtsdestotrotz, die endlich mal zu lesen. Die Beschreibung ist jetzt nicht unbedingt was Außergewöhnliches, also die Bücher wirken für mich so ein bisschen wie so 0815 Fantasy Bücher, aber ich habe halt sehr, 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 sehr positive Dinge über die gehört und deswegen glaube ich, könnte das wirklich richtig, richtig gut werden. Und das ist dann zum einen die Shannara Chroniken des Schwert der Elfen, das sozusagen die Vorgeschichte von diesem Band hier darstellt, das dann aber, wie ich das verstehe, der Hauptband ist, nämlich Elfensteine. Und irgendwie sind diese Bücher schon mal in getrennter Form auf den Markt gekommen und jetzt halt in einem Band vereint. Und ich habe tatsächlich erst dieses Buch hier erworben und dann erst dieses. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, welches von beiden ich denn zuerst lesen soll. Also hier steht nur drauf die Vorgeschichte zum aktuellen Fantasy-Serien-Highlight. Und auch den Beschreibungen kann ich nicht so recht entnehmen, welches ich nun zuerst lesen soll. Also falls ihr eine Ahnung habt, was zuerst kommt, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, denn ich will nächsten Monat auf jeden Fall mit den Shannara-Chroniken anfangen und es wäre ja blöd, wenn ich aus Versehen das falsche Buch lese. Und dann habe ich mir im Februar ein Buch zugelegt, das ihr schon in meinem Neuerscheinungen 2016 Video gesehen habt. Ich verlinke es euch hier gerne nochmal. Und dabei handelt es sich um das neue Drama, beziehungsweise den neuen Roman von Owen Shears und der heißt da I Saw a Man. Ich finde das Cover wirklich richtig, richtig gut und die Beschreibung hat mich so angemacht. Es geht hier um einen Mann namens Michael, der seine Frau in Afghanistan oder im Irak, jedenfalls im Krieg bei einer Reportage verloren hat und seitdem ein ziemlich einsames Leben führt. Und er zieht dann nach London, um einfach seiner Frau zu entkommen, also den ganzen Erinnerungen. Und da lernt er dann seine Nachbarn kennen und befreundet sich wirklich ganz, 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 ganz doll mit ihnen, so dass er wirklich ein- und ausläuft bei denen zu Hause. Und als er dann eines Tages durch die Hintertür bei denen reinkommt und da aber keiner zu Hause ist, passiert irgendwas total Krasses, was dann das Leben von allen verändert. So steht es hier hinten auf dem Klappentext. Und da habe ich noch nicht viel von gemerkt. Also ich bin auf Seite 150, bin halb durch mit dem Buch. Und es ist noch nichts passiert. Also bisher ist das absolute Flop-Buch von 2016. Das ist wirklich eine Schande, weil das so gut klingt. Aber ich möchte dann später eine komplette Rezension dazu online stellen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle nicht so viel darüber sagen. Auf jeden Fall, I Saw a Man ist neu bei mir eingezogen und enttäuscht mich bisher so richtig. Und dann hatte ich ja, wie gesagt, Geburtstag und habe immerhin zwei Bücher gekriegt. Und eines davon ist wieder ein Buch, was ich schon seit Ewigkeiten lesen will. Ich meine, es ist im Oktober letzten Jahres rausgekommen. Und zwar ist das der neue Thriller von Sebastian Fitzek, das Joshua-Profil. Das habe ich mir schon zu Weihnachten gewünscht und habe es irgendwie nicht bekommen. Und deswegen habe ich es jetzt zum Geburtstag bekommen. Und Sebastian Fitzek, jeder kennt ihn, jeder liebt ihn. Der größte deutsche Autor, glaube ich, zur Zeit, der brillante Thriller und Krimis schreibt. Und das Joshua-Profil hört sich auch an, als wäre es wieder einer dieser typischen Fitzek-Bücher, die mich einfach immer mitreißen und die absolute Page-Turner sind. Und der Klappentext hinten ist so ein bisschen kryptisch, ehrlich gesagt. Es geht halt um zwei Bücher. Es geht nicht um zwei Bücher. Es geht um zwei Brüder, so ganz wichtiger Unterschied. Nämlich Max und Cosmo. Und Cosmo ist in einer psychiatrischen Anstalt und ist total verrückt. Und Max ist eigentlich der Vorzeigebürger überhaupt. Aber irgendwas passiert dann, dass er ein schreckliches Verbrechen begeht und dass sich sein Leben für immer verändert. Hinten steht, in wenigen Tagen wird er eines der entsetzlichsten Verbrechen begehen, zu denen ein Mensch überhaupt fähig ist. Nur, dass er heute noch nichts davon weiß, im Gegensatz zu denen, die ihn töten wollen, bevor es zu spät ist. Also sehr kryptisch, ich freue mich mega, dass ich es nächsten Monat endlich lesen kann.
Ja, deswegen das Joshua-Profil. Ich bin gespannt. Und dann habe ich noch ein Buch bekommen, das momentan in Deutschland vor allem mega gehypt wird. Und zwar ist das All the Bright Places von Jennifer Niven oder wie auch immer sie heißt. Ich habe wie immer eine Schwäche für Autorennamen. Auf Deutsch heißt es All die verdammt perfekten Tage. Das Cover blende ich euch hier ein, damit ihr vielleicht dann wisst, worüber ich hier spreche. Jedenfalls soll dieses Buch sehr herzerwärmend und dramatisch sein. Es geht um einen Jungen, der suizidgefährdet ist, und einem Mädchen, das eigentlich das perfekte Leben führt, aber dann auch Selbstmordgedanken hegt. Und zusammen ziehen die sich dann irgendwie wieder hoch und gehen zurück ins Leben und verlieben sich dann wahrscheinlich auch ineinander. Ich bin momentan dabei, das Buch zu lesen und bin circa auf Seite 105. Und mittlerweile gefällt es mir wirklich richtig gut und ich freue mich dann später irgendwann mehr darüber zu sagen. Spätestens in meinem Lesemonat Februar Video. Und schlussendlich habe ich mir in Hamburg noch ein Buch geholt, von dem ich gar nicht wusste, dass es mittlerweile nur noch 5 Euro kostet in der Taschenbuchausgabe. Und da das so ein Schnäppchen war und da ich dieses Buch schon seit Ewigkeiten lesen will, ich glaube schon wirklich seit der 7. Klasse oder so will ich das lesen. Und jetzt habe ich es mir endlich geholt und zwar ist das Rick Riordan's Percy Jackson, Diebe im Olymp, also der erste Teil der Percy Jackson-Reihe, das ja eigentlich so ein bisschen, eigentlich schon fast ein Kinderbuch ist. Also man findet es ja nicht mal in der Jugendbuchabteilung, sondern bei den Kindern. Aber da gehört Harry Potter offiziell auch hin und wir wissen, wie geil Harry Potter ist. Und deswegen, Percy Jackson wird ja relativ oft mit Harry Potter verglichen und viele haben gesagt, dass es wirklich da rankommt von der Qualität her. Und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, ob das wirklich diesem Hype gerecht wird. Jedenfalls geht es um einen Jungen namens Percy, der herausfindet, dass er der Sohn ist vom Meeresgott Poseidon. Also es geht hier um griechische Mythologie und das ist etwas, was ich wirklich mega interessant finde. Also es gibt ja die verschiedensten Sagen, die verschiedensten Figuren und die bieten ja auch immer wieder irgendwie so eine Basis für moderne Interpretationen oder moderne Stories darüber. Und ich habe viel mich informiert über mystische griechische Mythologie. Mein Gott, was ist eigentlich heute mit mir los? Auf jeden Fall hat das ein sehr interessantes Thema. Und da das ja ein Kinderbuch ist, sozusagen, denke ich, kann ich das relativ schnell weglesen und freue mich auf jeden Fall drauf, wenn ich dann endlich dazu komme. Und ein weiteres Buch kann ich euch leider nicht zeigen, weil das noch nicht bei mir angekommen ist. Aber es handelt sich dabei um Glass Sword von Victoria Afia, den zweiten Teil der Red Queen bzw. die Rote Königin Reihe. Das dann ja Gläsernes Schwert heißt, wenn es auf Deutsch rauskommt. Und das ist jedenfalls der zweite Teil von dieser Reihe und ich bin so gespannt auf dieses Buch. Ich gehe nachher in die Buchhandlung und hole es mir endlich und dann kann ich es euch vielleicht irgendwann nochmal in die Kamera halten. Auf jeden Fall spinnt dieser Band halt die Geschichte von Mare weiter und ich kann da jetzt nicht viel zu sagen, ohne zu spoilern. Auf jeden Fall, ich freue mich mega und das ist wirklich das Buch, was ich direkt, wenn ich es habe, anfangen werde zu lesen. Und dann können sich auch alle anderen Bücher hinten anstellen, das ist mir dann noch völlig egal. Ich freue mich einfach mega auf dieses Buch und freue mich, wenn ich es nachher endlich habe. Das war's also erstmal mit sämtlichen Büchern, die ich euch zeigen konnte. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß in meinem Video und falls ihr eines dieser Bücher kennt oder noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video auch wieder dabei. Das nächste Mal gibt es dann endlich mal wieder was zu einer neuen Serie und dann werde ich auch irgendwann meine Dienstagsdiskussion weiterführen und dann kommt natürlich noch mein Lesemonat online. Also jetzt in den nächsten Wochen gibt es wieder reichlich Content von mir, nachdem ich euch letzte Woche ein bisschen hängen lassen habe. Auf jeden Fall könnt ihr euch darauf freuen und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Also tschüss!